Hallo, willkommen zum Linkrist Nummer 103, Weihnachts-Linkrist 2011, der erste auf Video, vielleicht auch der letzte, das weiss ich noch nicht, aber wir müssen immer wieder etwas Neues probieren. Ja, ich bin hier, ich denke, ich habe jetzt 103 Mal geschrieben, jetzt sage ich mal etwas dazu. Was ich vor allem möchte sagen, ist, ich möchte euch allen herzlich danken für die Treue beim Zuschauen von meinem, oder beim Lesen von meinem Linkrist. Ich habe mittlerweile über 2300 Leser regelmässige. Und es macht extrem Spass, einige Woche können sich herzocken, eine Stunde, manchmal zwei Stunden, sich zu überlegen, was schreibe ich jetzt da rein, wo kann ich irgendwo Impuls geben. Und dass dann auch immer wieder eigentlich Reaktionen kommen auf Facebook, auf Twitter, auf im Linkrist selber oder im E-Mail, also dass die Leute antworten per E-Mail, dass wir die Leute Merci sagen, dass wir andere Leute Vorschläge machen für andere Themen oder so. Es ist immer wieder sehr cool zu sehen. Du schickst etwas und es kommt etwas zurück und für das möchte ich euch ganz herzlich danken und ich möchte euch auch ganz herzlich alles Gute zur Weihnacht wünschen, euch und eurer Familie. Ich weiss, ihr seid auch viel im Netz und das ist für alle von uns vielleicht, die jetzt das sehen, eine Leidenschaft, das Netz. Für mich, ich habe das Vergnügen, dass ich die Leidenschaft habe im Hobby, was halt der Linkrist ist, was leumund.ch ist, mein Blog, wenn ich Zeit habe, was Twitter ist, ganz klar, dass ich mit Leuten in Kontakt bleiben kann. Und ich habe über die Kanäle in den letzten 10 Jahren so viele spannende Leute kennengelernt. Auch das ist nicht selbstverständlich und das finde ich super bereichernd eigentlich als Medium. Und dafür möchte ich euch wirklich auch danken und ich hoffe, dass auch ihr könnt von diesen Medien, vielleicht auch manchmal von meinen Sachen, ein bisschen profitieren. Und eigentlich ist die Frage, im heutigen Linkrist wäre eigentlich das Thema, ist eigentlich ja, was machen die eigentlich? Also, manchmal denke ich, ja, ich schicke Zeugs raus und da kommt etwas zurück, aber was machen die Leute eigentlich auch? Ja, wer liest das überhaupt? Und es würde mich freuen, wenn ihr hier im Video, im YouTube einen Kommentar hinterlässt, im Blogbeitrag, den ich mache mit dem Video oder sonst auf irgendeinem Kanal, wo ihr seid und denkt, hey, hallo Leute, hier bin ich, ich lese das und mach weiter so oder folgt mir, dann kann ich euch mal folgen noch, dann weiss ich vielleicht auch, was ihr macht. Das interessiert mich eigentlich ja auch, was ihr macht und sage immer, man muss Menschen mögen für all das, was wir hier machen und das ganze Social Media, also alles mit Menschen zu tun und das ist super spannend. Ja, das ist vielleicht so meine Weihnachtsbotschaft und ich wünsche euch wirklich alles Gute. Und das andere ist natürlich wie immer der Tweet der Woche, den ich jetzt halt heute vorlese. Ich habe leider keine wirklich super guten Tweet der Woche, der weihnachtlich wäre, gefunden. Außer dass gestern, ja nein, das ist jetzt nicht, nein, das ist noch nicht wirklich weihnachtlich, nein. Aber mein Tweet der Woche ist von Gaudenz Wacker, Journalist. Und der schreibt letzte Woche schon wieder ein Tag flöten, ohne dass uns ein neues Basler Medienprojekt angekündigt worden ist. Bin etwas in Sorge um die Medienvielfalt. Wer in der Schweiz ist, weiss, ja, da kommt im Moment einiges und brodelt es und kommt eine neue Zeitung nach der anderen. Also ich bin überzeugt, wir werden in 10 Jahren ganz andere Zeitungslandschaft haben als heute. Sonst habe ich noch drei Links eigentlich. Das eine ist jetzt schwierig, wenn ich den Link überbringe, das muss ich mir noch überlegen. Das eine ist sicher ein sehr spannender Vergleich vom Amazon Kindle Tablet mit dem iPad. Ich sage jetzt nichts dazu, selber lesen, wie man sein Geld vielleicht besser oder schlechter investiert. Wenn man von Geld redet, und Weihnachten ist natürlich toll, wenn eine Firma allen Mitarbeitern ermöglicht, ihre Löhne selber zu bestimmen und das dann auch transparent ist. Können die Leute arbeiten, wenn sie wollen, sie müssen nicht arbeiten, wenn sie nicht das Gefühl haben, sie brauchen es nicht. Oder wenn sie ihre Leistung anders weiterbringen können, dann brauchen sie gar nicht arbeiten. Also das ganz interessante Link von einer brasilianischen Firma. Und als Weihnachtsgeschenk so klein, würde ich das am liebsten eigentlich schenken. Also wenn sich jemand nicht kann leisten kann, würde ich es wirklich auch kaufen, wenn ihr mir ein E-Mail schreibt oder so. Das ist das Buch «I live by the river» von Johnny Häusler von spreeblick.de. Und das ist wirklich sensationell lustig. Er hat das eigentlich als Experiment gemacht und hat seine besten Blogbeiträge oder 10, 15 Stories aus seinem Blog genommen und als E-Book eigentlich auf Amazon veröffentlicht für Kindle und das ist sehr gut angekommen. Das Experiment hat auch gezeigt, dass man mit wenig verkauften Exemplaren, so wie 1000 Stück, schon relativ weit vor der Rangliste ist
Und dazu kommt einfach wirklich für 99 Euro Cent oder 1,50 Franken hat man selten so viel gelacht wie in diesem E-Book. Ich kann es nur empfehlen. Und wie gesagt, wenn sich so jemand nicht leisten kann, soll sich melden, dann ist das Weihnachtsgeschenk von mir. Ich wünsche allen nochmal ganz schöne Weihnachten und das Leben nimmt es eh gut mit uns. Und darum liebe Grüße aus Bern, zurück aus Bern und alles Gute. Merci fürs Zuhören.